Herzlich willkommen zum Oster-Yoga heute. Wunderschön, dass du dabei bist. Du kannst gleich zu Beginn im Stehen auf deinem Platz sein und so, dass du seitlich ein bisschen Platz hast, dass du gleich die Arme ausstrecken könntest. Das brauchst du noch nicht direkt, nur dass du es einmal getestet hast. Und lass die Arme erstmal so neben deinem Körper hängen. Komm erstmal entspannt an, spür die Füße am Boden. Und heb deine Schultern einmal weit hoch zu den Ohren, richte dich dabei auch ein bisschen weiter auf. Und mit der Ausatmung lässt du die Schultern nach hinten unten kreisen. Nächste Einatmung, gehen die Schultern hoch zu den Ohren. Nächste Ausatmung, nach hinten unten kreisen. Und mach das noch einmal ganz so in deinem Atemrhythmus. Und danach lässt du die Arme einfach wieder so hängen. Spürst dich nochmal, wie du dich jetzt fühlst heute. Und bringst dann die Handflächen aufeinander auf Höhe des Brustraumes in die Gebetshaltung. Zentrierst dich und machst dich bereit für die Reise durch die Ostergeschichte mit Yoga. Und dann öffne deine Arme zu den Seiten. Die Handflächen zeigen nach vorne und du bist ganz aufgerichtet. Und beginn hier so eine sanfte Drehung. Dreh dich zu einer Seite, nimm den Blick mit Richtung Hand. Wenn du einatmest, kommst du wieder zur Mitte. Mit der Ausatmung wechsle die Seite, der Blick geht zur Hand. Einatmen zur Mitte und mach das ein paar Mal so in deinem Atemrhythmus. Wir stehen hier im Kreuz und das ist der Ausgangspunkt für das, was wir jetzt Ostern erleben dürfen. Das Kreuz ist nach allen Seiten weithin zu sehen gewesen. Das nächste Mal, wenn du in die Mitte kommst, lass die Arme wieder sinken und dann roll dich ganz nach unten. Oberkörper, die Arme, soweit es für dich passt, komm in die Vorbeuge. Am ersten Tag der neuen Woche gingen die Frauen gleich in der Morgendämmerung zum Grab. Da entdeckten sie, dass der Stein vom Grab weggerollt war. Sie gingen in die Grabkammer. Doch den Leichnam von Jesus, dem Herrn, konnten sie nicht finden. Und du kannst hier eine Hand unten lassen und den anderen Arm heben und den Blick mit hochnehmen, so als würdest du gemeinsam mit den Frauen auf die Suche gehen nach Jesus. Wenn du ausatmest, kommt die Hand wieder nach unten zurück. Und mit der Einatmung wechsle dann die Seite, heb den anderen Arm, nimm den Blick mit hoch. Öffne dich auf der Suche und komm mit der Ausatmung zurück zur Mitte. Die Frauen überlegten noch, was von all dem zu halten sei, da traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und hielten den Blick gesenkt. Und du kannst entweder genauso bleiben, oder wenn das für dich mit Kreislauf und allem in Ordnung ist, nimm die Hände hinter dem Kopf, verschränk dort die Hände und lass den Kopf noch so ein bisschen schwerer nach unten sinken, halte gemeinsam mit den Frauen den Blick gesenkt. Die beiden Männer sagten zu ihnen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Und dann, wenn es geht, lässt du die Hände so am Kopf, sonst kannst du sie auch eher lösen. Roll dich nach oben auf. Und oben öffne die Ellbogen weit nach außen und mach dein Herz weit. Die Frauen erinnerten sich an das, was Jesus gesagt hatte. Sie kehrten vom Grab zurück und berichteten alles den Jüngern und den anderen Anwesenden. Lass dafür jetzt deine Hände sinken. Wenn du noch nicht vorne auf deiner Matte bist, dann geh dorthin. Stell dich hüftbreit, nimm die Hände in die Taille, richte dich ganz auf und mach mit dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück. Der hintere Fuß ist dann so ein bisschen eingedreht. Der vordere Fuß zeigt auch gerade nach vorne und das vordere Knie sinkt tief, sodass das über dem Fußgelenk landet.
Öffne dich so ein bisschen nach rechts, der Bauchnabel dreht nach rechts. Die Arme sind parallel zum Boden und der Blick geht nach vorne für die Botin. Die hier mit ganz klarem Ziel die gute Botschaft an die Jünger verkündet. Atme tief, spür dein festes Fundament. Und dann lass die hintere Hand zum Oberschenkel sinken. Die vordere Hand zieht hoch. Oder noch so über deinen Kopf, dass du dich nach hinten neigst. Dich öffnest mit tiefem Vertrauen. Das Herz ist weit. Und bring dann beide Hände wieder zum Boden. Tritt nach vorne. Lass nochmal ganz hängen. Und dann beugst du die Knie und rollst dich nach oben hoch zum Stehen. Und hier im Stehen, so dass du wieder fest geerdet bist, ganz aufgerichtet. Am selben Tag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Während sie redeten, kam Jesus selbst und ging mit ihnen. Und sie erkannten ihn nicht. Und für die zwei Botinnen dieses Mal, wieder so, dass du die Hände in die Taille nimmst. Jetzt bleibt der rechte Fuß vorne stehen und du machst mit links einen großen Schritt zurück nach hinten. Der linke Fuß ist etwas eingedreht, der vordere Fuß zeigt geradeaus und das Knie kommt so ungefähr über das Fußgelenk. Du drehst dich zur linken Seite mit dem Bauchnabel und nimmst beide Arme parallel zum Boden. Der Blick geht nach vorne für den Boten. Jesus fragte sie, worüber unterhaltet ihr euch auf dem Weg? Und für den zweiten Boten lasst die Hand nach hinten sinken, hebt den vorderen Arm nach oben oder über den Kopf. Spür auch hier dein festes Fundament, dein weites Herz. Und dann bring die Hände wieder zum Boden und mach einen Schritt nach vorne zurück, dass du wieder den Oberkörper hängen lassen kannst. Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen antwortete: Du bist wohl der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist? Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Unsere führenden Priester und die Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zu Tode verurteilen und kreuzigen. Und dann setz von hier aus die Füße zurück, sodass du in den Vierfüßlerstand kommen kannst. Die Knie sind unter deinen Hüften, Hände unter den Schultern, die Finger sind weit auseinander, dass du ganz stabil am Boden bist. Und dann öffne deinen Brustraum, lass den Bauch ein bisschen hängen, zieh die Schultern zurück, mach dein Herz weit. Uns haben einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren früh morgens am Grab und sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben Engel gesehen. Lass hier deinen Rücken ganz rund werden. Das Kinn geht zur Brust und das Steißbein klappt auch mit ein, sodass du hier ganz demütig bist vor dem, was sie erlebt haben. Sie haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Einige von uns sind sofort zum Grab gelaufen, aber Jesus selbst haben sie nicht gesehen. Wechsle noch einmal, lass den Bauch hängen, mach den Brustraum weit. Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde. Und er nahm das Brot, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Und jetzt lass von hier den Po nach hinten zu den Fersen sinken, die Stirn Richtung Boden. Du kannst die Knie ein bisschen auseinandernehmen, wenn du mehr Platz brauchst, den Rücken ganz rund, passiv. Und du verneigst dich vor der Erkenntnis, denn es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen.
und roll dich wieder hoch zum Sitz. Finde hier eine für dich passende Position. Du kannst entweder mit dem Po bei den Fersen bleiben oder einen gekreuzten Sitz wählen, die Beine ausstrecken, was auch immer für dich passt. Und lass in jedem Fall, egal wie du sitzt, deinen Rücken ganz lang werden. Nimm die Hände aufeinander in die Gebetshaltung. Wenn du magst, dann schließ die Augen noch einen Augenblick. Lass den Brustraum, das Herz noch weiter hochstreben Richtung Hände. Sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten, und riefen ihnen zu, der Herr ist wirklich auferstanden. Und spür deine Handflächen aufeinander. Wenn du magst, senk auch den Blick so ein bisschen, das Kinn Richtung Brust und verneig dich gemeinsam mit uns vor dem Wunder der Auferstehung, vor dem Wunder vor Ostern. Und dann finde langsam wieder nach außen zurück, kannst die Hände lösen, wenn die Augen geschlossen waren, öffnen, dich ein bisschen recken, strecken, rekeln, tief durchatmen. Und dann danken wir dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Ostern mit uns auf diese Weise zu erkunden, und wünschen dir ein wunderschönes Osterfest. Herzlichen Dank und alles Liebe.